herzlich willkommen mal wieder bei der Firma Pilot Racing. Diesmal keine wilden Aktionen auf der Prüfstandsrolle, sondern wieder mal eine Folge aus der Rubrik Tipps und Tricks aus der Werkstatt. Und was wir heute machen mit dem Ding, das seht ihr jetzt. So, Ventile einstellen. Ich hatte euch ja mal gefragt in älteren Folgen, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder wenn ihr was wissen wollt oder was ihr gerne mal filmisch aufbereitet haben möchtet von uns, schreibt mir das, ruft mich an oder beim Kundengespräch, wie auch immer. Und da hat sich jetzt komplett rauskristallisiert, bitte, zeig uns mal richtig, wie das geht mit den Ventilen einstellen. Weil wir haben immer wieder Anrufe, ja, ich weiß, wie das geht, und dann ruft man mich an, die klappert aber, oder ich habe kein Ventilspiel, verstehe ich gar nicht. Dementsprechend werden wir das heute mal von A bis Z durchspielen. Und jetzt als Basis eine LC4 640 von Baujahr 2002. Ja, ist eine Zweier. Die verschiedenen Modelle haben natürlich immer ein bisschen unterschiedliche Sachen dran. Der Highflow sieht ein bisschen anders aus, ein paar andere Schrauben. Erkläre ich aber, während ich das gleich mache. Zum Ersten kommen wir erstmal zum Werkzeug. Was brauchen wir da? Und das machen wir jetzt. So, jetzt haben wir das OP-Besteck hier mal aufgelegt. Und das sind jetzt so Standardwerkzeuge, die man eigentlich in seiner Werkzeugkiste haben sollte, beziehungsweise man kann natürlich auch einen Ratschekasten nehmen, das geht auch. Allerdings gibt es ein paar spezielle Werkzeuge, die man sich besorgen sollte, wenn man so ein Fahrzeug hat und es halt auch selber warten möchte, was das Leben einfach, gerade beim Ventile einstellen, doch stark vereinfacht. Gut, wir fangen an. Achter T-Griff, kann man natürlich auch einen Ratsche nehmen, mit dem Achter Nuss. 13er, die beiden Dinger brauchen wir auf jeden Fall schon mal für den Tankrotor zu machen, inklusive eines unserer meistbenutzten Werkzeuge überhaupt hier. Das ist die berühmte Spitzzange gekröpft, nennt man glaube ich auch Telefonzange. Das ist quasi unsere dritte Hand, die braucht man also ständig, wenn man Motorräder schraubt. Man kommt gut an Schellen dran oder Schläuche runterziehen oder wie auch immer. Diese also auf jeden Fall sich mal besorgen, macht Sinn. Dann geht es weiter mit verschiedenen gekröpften Ring-Maul-Schlüsseln, einmal in 8er und einmal in 10er. Seht zu, wenn ihr euch die kauft oder besorgt, holt euch die Version in lang. Die gibt es halt noch ein bisschen kürzer, da kommen wir ein bisschen schlechter dran nachher, das werdet ihr gleich sehen. Immer am besten versuchen, die in der langen Version zu bekommen, kann ich nur empfehlen. 5er Imbus gekröpft. Am besten auch noch hinten mit dem Kugelkopf dran, macht auch sehr viel Sinn, weil dann kann man schön schräg von der Seite die Schrauben halt rausdrehen und man muss sich nicht die Finger brechen dabei. Halt auch ein Werkzeug, was auf jeden Fall gerade bei der LC4 Sinn macht. Dann für die Schellen loszumachen, haben wir halt hier unseren berühmten Schellenschlüssel. Das ist eigentlich eine 6er Nuss. Ein großer Vorteil ist, der ist halt biegsam. Man kann schön um die Ecke rum und dann die Schlauchstellen von der Motorgehäuseentlüftung abschrauben und ja, es vereinfacht das Leben sehr. Ja, dann braucht man natürlich Kupferringe, neue Dichtungen, einen Kabelbinder, Seitenschneider zum Kabelbinder, zum alten Kabelbinder abpitschen und jetzt eigentlich das wichtigste Werkzeug bei der LC4 zum Ventile einstellen, der lange Schlitzschraubenzieher. Ja? Das ist eigentlich, das ist eine Größe 3. Das ist also ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Gerade beim Motorradschrauben überhaupt, weil man hat immer irgendwo was, wo man nicht richtig drankommt, lange Schraube, eine Schelle oder wie auch immer. Und da ist das Ding schon sehr gut, aber halt zum Ventil einstellen braucht man es eben gerade über der LC4, weil das, seht ihr auch gleich warum, vereinfacht uns hierbei die Sache enorm. Gut, das zum Werkzeug und dann starten wir jetzt mal.
Los geht's jetzt erstmal. Natürlich, das Motorrad muss auf den Bock. Am besten so ein Trittständer, den man so kennt, vom Motocross. Auftreten, fertig. Dann machen wir die Sitzbank ab. Hier unten drunter ist eine Schraube in der Mitte. Die unten rausdrehen und man kann die Bank abnehmen. Dann sitzt hier die Schraube am Tank. Das ist diese berühmte Hülsenmutter oder Hülsenschraube. 13er. Ab damit. Und hier die Schrauben links und rechts vom Spoiler mit dem 8er raus und die Spoiler lösen. Wir haben natürlich schon vorbereitet, ne? Damit es ein bisschen schneller geht. Jetzt unsere Zange. Die Klemme vom Spritschlauch lösen. Benziner natürlich zumachen, klar. Und den Spritschlauch abmachen. Die Probleme bei diesen Benzinern sind leider immer der Sift, auch wenn er zu ist. Also am besten da, wenn er das irgendwie weglegt, eine Stunde auf zwei, immer einen Schlauch draufstecken mit einer Schraube drin oder so, sonst habt ihr den ganzen Boden versaut. Ne? Die Dinger tropfen immer. So, und jetzt einfach den Tank runter, vorne anheben und dann wegziehen. Die Spoiler könnt ihr dran lassen, die stören nicht. Reinpacken, anheben, und runter damit. So, der Tank ist runter. Und jetzt fangen wir halt an, mal ein bisschen freizulegen, damit wir auch an die Ventildeckel rankommen hier. Und dann, damit geht es halt los. Wir demontieren als allererstes mal den Lüfter, weil der ist uns ziemlich im Weg. Der muss erstmal weg. Damit fangen wir halt an. Erstmal hier die Tankrolle runter. Achter Steck. Inklusive Schraube. Dann zum Beispiel nehme ich wieder meinen Schlauchschellenschlüssel und hier den Lüfter. Bei den älteren Modellen LC4 waren das hier noch zwei Imbusschrauben mit einem 4er Innensechsgang. Die neueren haben jetzt hier bei der Abbaujahr 2000 den neuen Lüfter. Das sind halt diese Kunststoffschrauben dran. Ne? So, jetzt kriegt man den auch sehr, sehr schlecht noch raus, weil der ist hinten noch eingehakt. Als allererstes dann noch, jetzt kommt wieder der Schlauchschellenschlüssel, die Motorgehäuseentlüftung vom Ventildeckel lösen. Da sind auch zwei Schlauchschellen dran. Dann wird es schon ein bisschen mehr Platz. Der Schirm fällt auch schon runter. So, jetzt können wir den eigentlich normal schon noch da rausnehmen. Wenn er sich ein bisschen sträubt, gibt es einen Trick. Zeige ich euch jetzt. Auf der rechten Seite seht ihr da so Schlitze. Und da ist der eingehakt. Da könnt ihr jetzt hier der erste Einsatz mit unserem langen Schraubenzieher ein bisschen reingehen und könnt ihn so aushaken. Ja. Ich zeige es nochmal. Schraubenzieher rein. Ein bisschen außen haken. Und schon ist er raus. So, ausgehakt ist er. Rausziehen. Nach dem Kabel gucken. Ja. Liegt meistens auf der anderen Seite der Stecker. Und schon habt ihr das Ding in der Hand.
Das war die linke Seite. Jetzt kommen wir zur rechten Seite. Als allererstes bauen wir den Kondensator ab, inklusive der Tankrolle. Kondensator legen wir einfach hier übers Rahmenrohr mit dem Kabel. So, und jetzt brauchen wir hier schon mal den ersten Seitenschneider-Einsatz, nämlich hier ist ein Kabelbinder dran, wo das Kabel vom Thermofühler am Autodeko fest ist. Am Handdeko natürlich. Autodeko. So, einmal Pitch. Weg mit dem Ding. Und hier ist dann der Pariser drüber, einfach runter. Und mit dem 10er Schlüssel die Kontermutter lösen. Hier ist die Einstellmutter, da ist die Kontermutter. Ein bisschen locker machen. So, und dann ziemlich simpel den Handdeko-Hebel etwas nach oben drücken. Je nach Stellung bleibt er sogar hängen oder bleibt stehen, da kann nichts passieren. Und jetzt könnt ihr in aller Ruhe den Handdeko-Zug aushängen. Beziehungsweise erstmal die Schraube rausdrehen. Und der Zug ist entspannt. Mit der Schraube dann auch. So, ausgehangen. Rausnehmen, auf Seite hängen. Hebel wieder runter. Und der Handdeko ist weg. Nächste Tat: Kerzenstecker. Hier können wir gleich mal reingucken, ist er noch in Ordnung, ist er nass, ist er kaputt, ist er zerfressen. Wenn das noch so ein Modell ist, Baujahr 2002, zum Beispiel mit der DPA 8E-9 Kerze drin, die haben ja keine Stecker auf den Kerzengewinden, also die Kerzenstecker sitzen noch auf dem kleinen Gewinde auf der Kerze, nicht auf so einem Nippelchen drauf. Da gehen gerne mit den Jahren innen drin mal die Klammern kaputt. Oder der Kerzenstecker verschleißt innen drin und wird locker. Es gibt immer schöne Fehlzündungen. Keiner weiß, wo auch immer die Karre ist am Ruckeln. Hier immer dann mal reingucken. Sitzt der noch stramm? Rastet der sauber ein? Dann ist es gut. Auch immer mal checken, ist er noch fest? Hier ist da so eine Art grobe Schraube drin, grobes Gewinde. Der dreht sich ja aufs Zündkabel drauf. Ist fest. Haben wir guten Kontakt. Wenn hier schon Halligalli ist, abdrehen, ein Stückchen abpitchen, neu aufdrehen, dann ist es auch gut. So, ein Werkzeug, was ich natürlich noch vergessen habe, was aber natürlich selbstdrehend ist, ist natürlich der Zündkerzenschlüssel, den ihr hier haben müsst. Bei der LC4 ist das immer ein bisschen blöd. Da kommt man schlecht mit Original oder mit so Ratschenüssen rein, Zündkerzennüssen. Nimmt man am besten den Original-Blechschlüssel aus dem Werkzeugkasten, wenn man den noch hat, also aus dem Original-Werkzeugtäschchen von dem Moped. Sieht ungefähr so aus, Blechschlüssel, dadurch halt schön dünn. Beziehungsweise von der Außenseite halt nicht so dick wie eine Nuss. Entweder mit dem Schraubenzieher ins Loch rein oder so kann man im 21er Maul drehen, je nachdem, was das für eine Ausführung ist. Raus mit der Zündkerze. Müssen wir eh erneuern. Also meistens werden die eh bei der Inspektion erneuert. So zwischen 5.000 und 6.000 sollten wir es auch rausschmeißen. Kerze. Die Ventildeckel müssen jetzt natürlich ab. Das ist der vordere und der hintere. Hier haben wir bei den älteren Modellen noch 6 mm Imbusschrauben, also M6 Imbusschrauben, in Sechskant, wie sie schön heißen. Und dafür nehmen wir halt unseren langen Sechser. Warum lang? Hier komme ich ja so dran. Klar, aber hier hinten komme ich schlecht dran und auf der anderen Seite
kommt man auch schlecht über den Anschluss vom Entlüfterschlauch. Dementsprechend kann man schön von innen rein, lang reinsetzen und dann passt das. Meistens braucht ihr die nur lösen, dann kann man die schon mit dem Finger rausdrehen. Und das gleiche am Einlass auch. Beim Einlass genau das gleiche, klar. Hier lösen wir halt auch wieder. So, jetzt sind wir ja auch innen in die Mitte rein. Da kommen wir halt gut mit unserem kleinen rein hier, mit dem langen. Und können jetzt mit dem Kugelkopf von hier oben durch können wir in die Immo-Schraube rein. Ja, können so schön drehen, wenn sie festhängt oder so weiter. Wenn sie gut los ist, wer nicht zu große Finger hat, kann man dann auch schön den Ventildeckel oder die Schrauben mit dem Finger abdrehen. Jetzt machen wir das gleiche. Auch wieder mit unserem langen Kugelkopf. Einmal, zweimal. Dreimal. Und der Deckel kann raus. Einlassdeckel. Hier auch zu sehen, Dichtung, die bitte immer erneuern, wie zeigen wir euch gleich. Wenn man natürlich irgendwo am Arsch der Welt ist und hat keine Ersatzteile, kann man natürlich auch hingehen, die mit ein bisschen Fett wieder gangbar machen. Also das heißt, das Fett zieht in die alte Dichtung ein, das machen wir auch gleich bei der neuen Dichtung. Und sie wird mit Sicherheit noch eine gewisse Zeit dicht halten. Nur irgendwann fangen die an, hier an den Bohrungen auszureißen, durch Anpressen, und dann sind die dann irgendwann noch undicht und dann habe ich den ganzen Motor versifft. Also da, wenn wir hier sind, neu machen. So, Freiling allein reicht natürlich nicht, jetzt müssen wir einstellen. Wie stellen wir ein, beziehungsweise in was für einer Motorstellung stellen wir ein? Natürlich haben alle schon mal gehört, im OT, im oberen Todpunkt. Also das heißt, wenn der Kolben am obersten Punkt ist, alles was danach kommt, ist wieder in Richtung Abwärtsbewegung. Jetzt haben wir natürlich einen Verbrennungsmotor und der hat dummerweise leider, also ein Viertaktmotor, zwei OTs. Warum hat er zwei? Ganz einfach, wir haben ein Verdichtungs-OT, wo die Ventile alle geschlossen sind, das Luftgasgemisch komprimiert worden ist und der Zündfunke schon initialisiert worden ist. Und wir haben Überschneidungs-OT oder früher ist das mal Ausstoß-OT, wo also dann schon der Kolben nach oben kommt, das Abgas aus dem Ausstoßventil rausdrückt und Frischgas schon wieder einströmt. Deswegen auch Überschneidung. Wie ich gerade schon sagte, sind natürlich in der Überschneidung die Ventile schon am Arbeiten und das geht natürlich nicht. Da können wir kein Ventilspiel einstellen. Also wir müssen das Ventilspiel in dem OT einstellen, in dem die Ventile komplett geschlossen sind. Also beide Seiten, Auslass- und Einlassventil. Das heißt, wir müssen in den Verdichtungs-OT. Wie kommen wir jetzt dahin? Dummerweise ist gerade bei der LC4 oder hat die LC4 ja keine Öffnungen links oder rechts in Richtung Kurbelwelle, wo wir halt wie bei auch anderen KTMs oder bei den Japanern meistens so eine Schraube aufdrehen können, wo wir mit dem Schlüssel rein können oder mit der Ratsche und wo wir dann oben noch ein kleines Auge haben, wo wir dann genau auf dem Polrad sehen, wo wir hin müssen. Hat die LC4 nicht. Haben Sie damals so vergessen oder haben wir keine Lust drauf? Wir haben rechts zwar einen OT-Anzeiger auf der Lichtmaschinenseite, das zeige ich euch gleich,
aber wir können nirgendwo von außen am Motor drehen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, kann man über einen Kickstarter versuchen. Das ist müßig, weil es immer wieder über die Ecke drüber rutscht oder man ist nicht weit genug und die Übersetzung ist in den Beziehungen halt sehr scheiße, weil man nicht genau den Punkt findet. Am besten ist übers Hinterrad. Wie das geht, das machen wir jetzt. So, jetzt drehen wir den Motor mit dem Hinterrad. Ganz einfach. Rad drehen und dritten Gang ran. Ja, die Kerze ist ja raus. Und da wir den Motor ja dekomprimiert haben, können wir den jetzt schön den Hinterrad drehen. Und wenn der Gang groß genug ist, ist der Hebel auch lang genug. Wir schauen jetzt auf die Einheitsventile und drehen dabei das Rad. Und die Einheitsventile öffnen sich irgendwann, also gehen runter und dann gehen sie irgendwann wieder hoch. Und dann sind wir immer im richtigen OT. Weil wenn die Einheitsventile öffnen, saugen sie Luft-Gas-Gemisch an oder wird Luft-Gas-Gemisch angesaugt, wenn der Kolben nach unten geht. Dann dreht sich der Kolben unten bzw. die Kurbelwelle dreht sich, der Kolben geht wieder in die Aufwärtsbewegung, die Einheitsventile schließen und wir haben Luft-Gas-Gemisch angesaugt und im Brennraum. Der OT, der dann kommt, ist der richtige. So, jetzt drehen wir mal und dann seht ihr das. Einheitsventil öffnen, langsam drehen, schließen. Jetzt haben wir den Autodeko gehört auf der Nockenwelle. Und um den OT jetzt genau zu bestimmen, gehen wir jetzt auf die andere Seite. Wir könnten jetzt natürlich so lange drehen oder das Hinterrad drehen, bis wir halt hier in dem OT-Geber diesen Strich sehen. Das ist leider ein bisschen fummelig und die sind meistens auch ein bisschen blind, diese Gläser. Also am einfachsten ist für die grobe Einstellung, wir gehen einfach durchs Zündkerzenloch, wieder mit unserem langen Schraubenzieher, drücken auf den Kolbenboden und drehen das Rad Stück für Stück und merken wieder, Kolbenboden nach oben wandert. So, irgendwann merken wir, oh, jetzt geht es wieder runter. Also ein Stück zurück. Bis wir den höchsten Punkt haben. Schraubendreher raus. Und jetzt können wir unten schauen, ob wir im richtigen OT sind, beziehungsweise wir sind ja im richtigen OT, aber ob wir genau auf OT stehen. So, hier kann man den Strich gut erkennen. Jetzt können wir hier, nachdem wir den mit dem Schraubenzieher eingestellt haben, können wir noch genau den Strich mittig Schauglas oder mittig diesen Körner ausrichten. Ah, das war zu viel. Zurück. So, so stehen wir. Gut.